Auf den Boden! Auf den Boden legen! Auf den Boden, hab ich gesagt! Hinlegen! Hände auf den Rücken! Der Mann, den diese Polizisten überwältigen, greife Passanten mit einem Messer an. So wird es per Notruf gemeldet. Es ist eine perfide Lüge. Was hier passiert, nennt sich Swatting. Falsche Notrufe mit dem Ziel, Einsätze auszulösen. In den USA kamen so schon Menschen ums Leben. Es stellte sich heraus, der Anruf war ein Fake, Swatting genannt. Ein Beamter eröffnete das Feuer und ein unschuldiger Mann wurde getötet. Seit Jahren kommt es auch in Deutschland zu Swattings. Die sind hergegangen, haben einen Großalarm bei mir ausgelöst. Die standen da vorne mit 8 Bullen, weißt du? Mit gezogener MP5 im Anschlag. Dieser Film handelt von einer Gruppierung, die Menschen jagt und Einsatzkräfte als Waffe nutzt. Es ist halt so, als würde man den Fernseher anschalten und er hätte eine ganze Reihe von Knöpfen vor sich. Und wenn man auf den Knopf drückt, kommt die Polizei in Feuerwehr. Meist richten sich die Attacken gegen Livestreamerinnen und Livestreamer, wie Quiet Lola, wie sie sich im Netz nennt. Auf der Videoplattform Twitch hat sie mehr als 100.000 Follower. Rund 30 Swattings, sagt sie, habe sie bereits erlebt. Wenn ich streame und ich höre sie reden, dann gibt es mir direkt so ein Gefühl, das könnte jetzt wieder was sein. Es gab auch schon Swatting-Anrufe, da wurde mir unterstellt, dass ich angeblich eine Bombe bei mir hätte oder Terroranschlag plane, bewaffnet sei. Und da wurde mir dann auch von der Polizei gesagt, sie können froh sein, dass sie heute nicht in den Lauf einer Pistole geschaut haben. Vor gut einem Jahr. Lola ist in Hamburg, streamt live von einer Hafenrundfahrt. Beim Kapitän des Schiffs geht eine Warnung der Polizei ein. Laut einem Anrufer habe sie angekündigt, den Schiffsführer mit einem Messer angreifen zu wollen. Die haben herausgefunden, auf genau welchem Boot ich bin. Am Anleger wird Lola schon erwartet. Guck mal da vorne. Polizei. Oh. Das ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man da angeleuchtet wird und dann an eine Wand gestellt wird und um einen herum irgendwie 20, 30 Polizisten sind und man ja wie eine Terroristin eigentlich behandelt wird. Sie sagt, es sei bereits das zweite Mal an diesem Tag gewesen, dass sie geswattet wurde. Die Angreifer organisieren sich im Verborgenen, sind dabei weitgehend ungestört, wie diese Recherche von Kontraste und Spiegel zeigt. Im Zentrum steht eine Gruppierung, die sich NWO nennt. Unter anderem eine ironisch gemeinte Anspielung auf die Abkürzung für Neue Weltordnung, ein Verschwörungsmythos. Die NWO sieht alles. Kontraste und dem Spiegel liegt ein riesiger Datensatz vor. Mehr als 75.000 interne Chatnachrichten und Tonaufnahmen von Gesprächen aus unterschiedlichen Quellen. Über einen Zeitraum von rund 6 Jahren. Erstmals ermöglicht er einen Einblick in das Innerste der Gruppierung. Wir hören die Täter, wie sie mit ihren Taten prahlen. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich war 2 Tage lang gewacht und habe nur Leute geswattet. Ich habe wirklich mich gefühlt wie ein König. Ich habe es komplett durchgedreht. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war super. Auch auf Politiker macht die NWO Jagd. Kontraste und Spiegel liegen 2 von der Gruppierung erstellte Listen vor. Mit Namen und zum Teil privaten Adressen von insgesamt 77 aktuellen und ehemaligen Landtagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Aber was denkst du, wäre so am besten für die Politiker? Was könnte man denen so, was die richtig abfacken würde? Es war nicht gut, dass du mir diese Liste gegeben hast. Großer Ärger. Ich habe noch eine dritte. Wäre ja geil, wenn ich noch von ein paar Bundestagspolitikern die Adressen finden würde. 10 auf den Listen geführte Politiker, die wir stichprobenartig angefragt haben, bestätigen, im August und September des vergangenen Jahres geswattet worden zu sein. Die Täter offiziell unbekannt. Wie häufig Swattings sind, wissen Sicherheitsbehörden nicht. Denn es ist kein eigener Straftatbestand. Kommt es zu Ermittlungen, dann meist wegen Notrufmissbrauchs. Die Zahl der jährlichen Fälle nach § 145 des Strafgesetzbuchs, die nicht aufgeklärt werden konnten, hat sich in den vergangenen 5 Jahren beinahe verdoppelt. 2023 waren es fast 7.000. Die betroffenen Organisationen, Institut für Sicherheit und Datenanalyse im Streaming, hat seit Februar 2022 132 Swatting-Betroffene ausgemacht, allein auf Twitch. Einige davon habe es mehrfach erwischt. Dazu komme die Dunkelziffer.
Insgesamt soll die NWO in diesem Zeitraum mehr als 1000 Streamer belästigt haben. Die Psychologin Katharina Katzer vergleicht die Attacken mit einer Treibjagd, mit schlimmen Folgen für Betroffene. Ein Täter ist dann zufrieden, wenn ein Opfer am Boden liegt und wenn es richtig zermürbt ist. Also wenn zum Beispiel jemand aus seiner Wohnung auszieht oder flüchtet und sich nicht mehr sicher fühlt, dann steigt auch deren Selbstwert, weil sie das Gefühl haben, sie haben Macht. Man kann gar nicht sagen, wie lange ein Opfer zu kämpfen hat, unter Umständen lebenlang. Also es gibt Opfer, die Traumata haben, die hören niemals auf. Mit etlichen Betroffenen von Swattings haben wir gesprochen. Kaum einer will in diesem Beitrag namentlich genannt werden. Dafür gelingt es uns, jemanden zu treffen, der mittendrin war. Ein junger Mann, der sagt, er sei ausgestiegen aus der NWO. Sein Name, auch ein Teil seiner Taten, sind Kontraste und dem Spiegel bekannt. Er will anonym bleiben, aus Angst vor seinen ehemaligen Mitstreitern und vor Strafverfolgung. Wie oft hast du das gemacht, Leuten die Polizei nach Hause geschickt? Oft. Okay, wie kann man das denn sagen? Zwischen 3 und 4 Mal die Woche über einen längeren Zeitraum. Also einen Zeitraum von 2-3 Jahren. In der Summe also hunderte Swattings. Schon in den Anfängen der NWO gibt es Hinweise auf eine Aufgabenverteilung bis hin zu einer strikten Hierarchie innerhalb der Gruppierung. Wer neu dazukommt, fängt ganz unten an und soll sich beweisen. Es spricht sich auf jeden Fall rum, dass es Leute gibt, die jetzt Swatting betreiben. Ja, und diese Leute, die sind natürlich weitaus angesehener. Man hat Spaß daran, wenn die Leute sauer auf einen sind, aber man schnappt das. Nicht fassbar. Das ist ja nichts anderes, als würde man jetzt den Fernseher anschalten auf RTL 2 auf Teilverform. Das ist genau das Gleiche, nur dass man den extra Bonus hat, was man steuern kann. Eine Gruppierung, die organisiert Swattings begeht. Dass sie noch immer nicht überführt werden konnte, müsse man kritisch sehen, sagt Sebastian Fiedler. Der SPD-Innenpolitiker war selbst Kriminalpolizist. Wenn die Ermittlungsergebnisse das ergeben, dass sich da eine Gruppierung, vereinfacht gesprochen, zusammengetan hat, um zusammenzuarbeiten, um längerfristig sich zu Straftaten zu verabreden, dann spricht alles erstmal für den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung. Das würde auch entsprechende Ermittlungsmöglichkeiten auslösen, die Ermittlungsbehörden dann zur Verfügung hätten. Die Reaktionen der Streamer auf Swattings schneidet die NWO zusammen und stellt sie ins Netz. Wie Trophäen. Lola streamt von unterwegs, ist also ständig woanders. Und trotzdem gibt es anscheinend kein Entkommen. Diese Swatter, die arbeiten auch in Gruppen, die arbeiten richtig organisiert und finden immer raus, wo man ist. Also ich kann in einem Café sitzen, zeig nicht das Logo, zeig nicht den Namen des Cafés. Die finden innerhalb von wenigen Minuten raus, welches Café das ist. Häufig bringen die Angreifer in Erfahrung, wo ihre Opfer wohnen. Das ehemalige NWO-Mitglied behauptet, Angehörige der Gruppierung fragen sogar das polizeiliche Fahndungssystem Polas ab. Dazu fälschen sie ihre Telefonnummer. Dass bei der einen Polizeistelle die Nummer einer anderen angezeigt wird, dann gibt man sich als Polizist aus und sagt, dass aktuell technische Schwierigkeiten im eigenen System bestehen und man keine Abfragen machen kann. Und wenn man selbst einen technischen Defekt hat und unfähig ist, diese Daten einzusehen, dann ist die andere Polizeistelle mehr als happy, das zu helfen. Und das funktioniert? Das funktioniert. Von Vorstrafen bis vorherige Adressen. Wie das abläuft, zeigt eine Tonaufnahme. Ausschnitte aus einem Anruf der NWO bei einer Polizeidienststelle im Schwarzwald. Polizei, wir Pfillingen, guten Abend. Guten Abend, Oskar Schöttle hier von der PT Potsdam. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben hier gerade bei uns eine Person aufgegabelt vom Nettomarkt. Und die hat hier randaliert, sie immer noch Leute angegriffen mit einer Stichwaffe. Das Ganze einmal abzukürzen, das ist jetzt in dem Fall eine Dame. Die hat keinerlei Ausweisdokumente bei sich. Der Anrufer nennt den Namen der Frau. Sagt, er habe sie in der Datenbank nicht finden können. Er setzt darauf, dass der Polizist die Regeln bricht. Denn eigentlich müsste der die Identität des Anrufers jetzt verifizieren. Aber hilfsbereit gibt der Beamte Vorstrafen und Adresse der Frau heraus. Ah, sobald Sie sich her, Sie hinterlegt.
Das gebe ich an die Kollegen soweit weiter und ja, noch einen schönen Dienst hier soweit, ne? Das zuständige Polizeipräsidium bestätigt auf Anfrage eine unzulässige Datenübermittlung. Die Identität des Anrufers konnte nicht festgestellt werden. Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass dieser Vorfall der Gruppierung NWO zuzuordnen ist. Die Polizei, wenn es um die NWO geht, scheint sie oftmals überfordert. Die Gruppierung verhöhnt den Rechtsstaat. Das Lustige ist, die haben ja das Ausmaß davon immer noch nicht auf dem Schirm, weil die das immer noch nicht zentral erfassen. Ja, weil die Bundesländer untereinander so scheiße kommunizieren. Was ich hier halt so geil finde, wir sitzen hier, veranstalten einen Riesenschaden, das ist einfach nur absolut lustig. Wir haben eine große Fresse. Wir haben halt, ich sehe jetzt die wenigen Leute im Internet, die zu Recht eine große Fresse haben. Im Oktober 2023 erreichen die Taten der NWO eine neue Qualität. Nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel gehen in ganz Deutschland per E-Mail mehr als 250 Bombendrohungen ein. Wahlweise im Namen vermeintlicher pro-israelischer Terroristen und der Hamas. Der Hamburger Flughafen wird für anderthalb Stunden lahmgelegt. Betroffen sind auch das ZDF in Mainz und vor allem Schulen. Kontraste und Spiegel enthüllen damals, hinter der Serie stecken keine Terroristen, sondern Cyberkriminelle. Auch hiervon liegen Ton- und sogar Bildschirmaufnahmen vor. Okay, was wollen wir machen? Lass mal gemischt. Wir nehmen eine Hauptschule, ein Gymnasium. In Schweinfurt, Friedensschule. Friedensschule kriegt eine Bombendrohung. Wochen später nimmt die Polizei zwei Verdächtige fest. Damals 19 und 30 Jahre alt. Nun ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe. 33 Verfahren ordnet sie den Beschuldigten zu. Die Gruppierung, denen die beiden Beschuldigten angehören sollen, ist eine Internetgruppe, eine Plattform, von der aus bestimmte Straftaten begangen worden sein sollen. Insbesondere handelt es sich hier um das Auslösen von falschen Notrufen, insbesondere um Feuerwehr- oder Polizeieinsätze auszulösen. Noch immer nicht identifiziert ist ein dritter Tatverdächtiger. Dass sie überhaupt jemanden fassen konnten, verdanken die Ermittler wohl einer Netzaktivistin, die unter dem Namen Nella auftritt. Sie recherchiert zu Kriminellen. Sie sagt, ein älteres Mitglied der NWO habe sich an sie gewandt und um Hilfe gebeten. Er hat mir gesagt, Nella, die ganze NWO-Geschichte läuft aus dem Ruder, und hat mich dann in einer eher internen Gruppe reingebracht. Und in dieser internen Gruppe waren dann Dinge, die eben zu diesen extremeren Straftaten gehören. Nella sammelt Belege, teilt sie mit der Polizei und auch mit Kontraste und dem Spiegel. Sie sagt, innerhalb der Gruppierung gebe es zwei Generationen. Die Älteren, die vor allem nach Unterhaltung suchen, und die Jüngeren, denen es eher um mediale Aufmerksamkeit gehe. Die NWO besteht aus 6 Personen, mindestens. Und die Anhängerschaft sind über 100. Also es hängt immer davon ab, mal mehr, mal weniger. Aber die NWO an sich ist ein relativ kleiner Kreis. Wer sind diese 6 Personen? Unter anderem einer, der sich Sekal nennt. Sekal. Seit mindestens 6 Jahren ist er dabei. Noch heute ist er Administrator des NWO-Servers auf der Plattform Discord. Schon 2018 rief er zu Angriffen auf Masken, also Zielpersonen, auf, teilte Links zu Livestreams. Jungfrau Maske, bitte entjungfern. Wer ist Sekal wirklich? Datenspuren im Netz führen uns zu einem Namen und zu einer Adresse in einer deutschen Großstadt. Wir wollen mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr. Ich bin angelaufen. Ich mache mal ganz Kontraste. Ja? Ja. Sie terrorisieren seit Jahren nach uns vorliegenden Informationen Streamer. Wen terrorisiere ich? Aber Sie sind Sekal. Nein! Wer ist denn Sekal? Fragen Sie mich doch nicht. Sagt Ihnen der Name was? Ja, natürlich sagt der Name mir irgendwas. Was sagt Ihnen der denn? Was sagt er dir denn? Ja, mir sagt er, dass es ein Mitglied der NWO ist. Dass was ist denn die NWO? Die NWO? Sind wir im Kindergarten oder was? Das sind irgendwelche Leute im Internet. Ich verstehe jetzt nicht. 36 Jahre alt ist dieser Mann, der auf gar keinen Fall Sekal sein will. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe letzte Woche die Polizei hier gehabt. Da wurde gesagt, ich hätte einen 5-jährigen Jungen entführt
und in meiner Wohnung umgebracht. Sie wurden geswattet? Ja. Die Polizei bestätigt. Zwei Einsätze hat es hier gegeben, die sie als Swatting bewertet. Haben wir den Falschen identifiziert? Tags darauf unser Interview mit Nella. Mittendrin erhält sie eine Nachricht von einer Person aus dem engsten Kreis der NWO. Ein Fernsehteam sei bei Seekal gewesen. War ihr das? Wir waren gestern bei Seekal. Ah. Aber Seekal hat behauptet, er sei nicht Seekal. Jetzt weiß ich, es war Seekal. Wir haben es mit einem mutmaßlichen NWO-Mitglied zu tun, das sich selbst verleugnet und Ziel von Swatting-Angriffen wird. Vom Jäger zum Gejagten. Mit den eigenen Leuten geht die Gruppierung offenbar genauso brutal um wie mit ihren Opfern.